als Ziel zu formulieren erstmal, wir wollen die Energiewende gerecht gestalten für heutige und zukünftige Generationen mit allen. Das ist die eine Seite der Medaille. Und jetzt geht es ja darum, wie kriege ich das Ganze jetzt praktisch hin? Was kann da Forschung tun? Wir als Wissenschaft gehören auch zur Gesellschaft. Es ist selbstverständlich, dass wir Teil dieser sind und dann haben wir auch eine Verantwortung. Die Energiewende geht uns alle an. Also Energiewende, das geht uns alle an. Das geht nicht nur die Politik an und nicht nur die Wirtschaft an, sondern uns alle. Und zwar aus folgendem Grund. Wenn wir an unseren Umgang mit Energie denken, dann merken wir erstmal, okay, wir brauchen Energie, um ein gutes Leben zu führen. Und das gilt für Menschen, die heute leben und für Menschen, die noch gar nicht geboren sind. Das ist das eine. Das andere ist, die Art und Weise, wie wir Energie nutzen, hat wiederum negative Auswirkungen für Menschen heute und morgen. Das beste Beispiel ist der Klimawandel. Es wird heißer auf der Erde, Meeresspiegel steigen und die Gefahr für Extremwetter beispielsweise nimmt zu. Das heißt, wir alle sind betroffen und wir alle sind Handelnde. Die Energiewende wird nicht von Windrädchen und Algorithmen gemacht, die wird von Menschen gemacht. Das heißt, wenn wir alle betroffen sind und wir alle Handelnde zugleich sind, dann müssen auch alle mitwirken können. Und das ist genau der Ausgangspunkt von Energietransformation im Dialog. Wenn wir jetzt auch davon ausgehen, dass die Energiewende eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe ist, dann merken wir auch, okay, wie wir mit Energie umgehen, betrifft alle Lebensbereiche. Und da reicht einfach die Perspektive von Politik und Wirtschaft nicht aus, sondern da braucht es alle. Ja, die große Frage ist jetzt natürlich, was kann ich als Einzelner tun? Allen voran, wenn wir daran denken, okay, ich lebe in der Stadt, in einer Wohnung und wohne da auch noch zur Miete. Da gibt es trotzdem unterschiedliche Möglichkeiten. Also zunächst einmal ist es wichtig, mich zu informieren, was kann ich tun. Das zweite ist natürlich, wir leben in einer Demokratie. Ich kann mich an Wahlen beteiligen, ich kann meiner Stimme einer Partei geben oder einer politischen Vertretung, die sich für eine gerechte Energiewende einsetzt. Ich kann durch mein Verhalten, wie ich Energie verbrauche, natürlich einiges beeinflussen. Also beispielsweise, wie ich heize oder wie ich mit Strom umgehe. Ich kann meinen Energieversorger wählen. Ich kann einen Ökostromvertrag beispielsweise abschließen. Ich kann mich ehrenamtlich engagieren. Beispielsweise, wenn ich jetzt mich für Solarenergie im Stadtraum einsetze mit Mitstreiterinnen. Und ich kann, wenn ich jetzt auch Studierender bin, bei uns in den Lehrveranstaltungen mitwirken und da gemeinsam mit Leuten aus der Praxis neue Sachen ausprobieren und lernen. Was wir machen, ist, dass wir mit unterschiedlichen Formaten arbeiten, wo wir mit Menschen kommunizieren und wo wir Menschen auch wirklich dazu ermutigen wollen, selbsttätig zu werden. Und zwar geht es vom Erklärvideo bis hin zu Experimenten im Alltag. Wir versuchen, Inhalte, Wissenswertes rund um die Energiewende und Nachhaltigkeit unterhaltsam aufzubereiten. Wir gehen mit Leuten auf Tour, beispielsweise durch die Karlsruher Oststadt hier und vermitteln, okay, was hat denn jetzt dieses Quartier mit der Energiewende und dem eigenen Alltag zu tun? Wir veranstalten Workshops, sogenannte Energieszenarien-Workshops, wo wir über die zukünftige Gestaltung der Energiewende sprechen. Bildung spielt bei uns eine ganz wichtige Rolle, was bedeutet, wir gehen viel ins Gespräch mit Studierenden, haben viele Lehrveranstaltungen und wir bieten Experimente an mit kleinen technischen Innovationen im Energiebereich. Beispielsweise im Moment schauen wir, wie man mit kleinen Solarmodulen für den Balkon die Energiewende oder die nachhaltige Gestaltung des Energiesystems vorantreiben kann. Was richtig eingeschlagen hat, ist unser Projekt Dein Balkonnetz. Dort bieten wir die Möglichkeit für 22 Haushalte mit sogenannten kleinen Solarmodulen, so kleine Balkonsolarmodule, Energiewende im Kleinen auszuprobieren, im Persönlichen. Und zwar stellen wir diese Solarmodule 22 Haushalten zur Verfügung und begleiten die forscherisch ein Jahr lang.
die Methode für Nachhaltigkeitsforschung, die gibt es erstmal nicht. Unser Job besteht erstmal darin, zu schauen, welche wissenschaftliche Fragestellung ergibt sich jetzt hinsichtlich nachhaltiger Entwicklung und dann nach der passenden Methode zu suchen. Das heißt, Nachhaltigkeitsforschung und Wissenschaft erfordert unglaublich viel Integration. Ne? Methoden aus unterschiedlichen Richtungen. Das ist das eine. Das heißt, wir verwenden erstmal sehr viel Zeit darauf, diese unterschiedlichen Menschen an einen Tisch zu kriegen. Da gibt es auch einige Methoden, wie man Wissenschaft und Forschung zusammenbringt. Und dann kommt es ganz drauf an. Beispielsweise in unserem Projekt, wo wir mit der Bevölkerung mehr herausfinden wollen, wie sich denn jetzt die Nutzung von kleinen Balkon-Solarmodulen auswirkt. Da arbeiten wir mit vielen Methoden der qualitativen Sozialforschung und quantitativen Sozialforschung. Wir führen Befragungen durch mittels Fragebögen, wir führen leitfadengestützte Interviews, wir beobachten aber auch das Ganze aus einer teilnehmenden Perspektive. Wir befragen Wissenschaftlerinnen zu ihrem Bild, das sie haben, von einer sozialökologischen nachhaltigen Energiewende. Wir gucken uns natürlich auch die Diskurse an, die wissenschaftlichen, die da aktuell sind. Und wir dokumentieren ganz viel. Und zwar nicht nur wir als Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler, sondern auch diejenigen, die experimentieren. Also die Bürgerinnen und Bürger, denen wir beispielsweise ein solches Solarmodul zur Verfügung stellen. Klar ist, ihr wollt die Welt ein Stück weit besser machen und ein Forschungsprojekt allein kann es nicht richten und 4, 5 auch nicht. Was uns ganz wichtig ist als Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler, ist zu schauen zunächst mal, wie kommen wir vom Wissen zum Handeln. Wenn wir in die Forschungslandschaft gucken, stellen wir fest, wir haben schon unglaublich viele Papiere und Ideen, wie es gehen könnte und wie es dann tatsächlich gelingen könnte. Dazu liegen noch nicht sehr viele Erkenntnisse vor. Und dazu braucht es ja das Ausprobieren, um zu wissen, wie du vom Wissen zum Handeln jetzt kommst. Und dieses Ausprobieren stellen wir natürlich mit in den Mittelpunkt. Ist auch aus Forschungsperspektive wiederum sehr wichtig, weil durch das Ausprobieren, durch das Tun ergeben sich wieder ganz neue Forschungsfragen. Dann, was wir oft erleben, insbesondere im Energiebereich, ist, es gibt Erzählungen, die vorherrschen. Beispielsweise, die Energiewende wollen alle, aber bitte nicht im eigenen Vorgarten. Oder beispielsweise die Erzählung, die Energiewende, das ist jetzt furchtbar kompliziert und sehr technisch geprägt und da gibt es viel zu viele Regelungen, um da wirklich auch was machen zu können als Einzelperson. Und wir als Wissenschaft, wir erlauben uns den Luxus, mal einen Schritt zurückzutreten und auch zu schauen, inwiefern bewahrheiten sich denn diese vorherrschenden Narrative, die es da gibt, oder Erzählungen, und gucken immer ein Stück weit hinter die Kulissen. Und dieses hinter die Kulissen schauen, wenn man das betreibt, merkt man sehr schnell, okay, hier ist die Geschichte noch nicht fertig erzählt oder hier gehen wir in eine Richtung, über die alle sprechen, und auf der anderen Seite wäre eine ganz andere Fragestellung zentral. Also das sind Dinge, die uns beschäftigen und wo wir einen Beitrag leisten wollen, um, ich sag's nochmal, vom Wissen zum Handeln zu kommen. Ich denke, was wir auf jeden Fall bieten können, ist, dass wir eine Grundlage schaffen als Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler für Entscheidungen, die getroffen werden. Also überall stehen Entscheidungen an, das sind komplexe Themen, mit denen wir uns beschäftigen, auch im Energiebereich. Und da ist es gut, wenn man auf fundiertes Wissen zurückgreifen kann. Das ist das eine. Das zweite ist natürlich, wir versuchen auch mit dem, was wir tun, Wandel anzustoßen. Beispielsweise haben wir hier in Karlsruhe mit unserem Reallabor das Reparaturcafé mit initiiert und aufgebaut, und im besten Falle verselbstständigt sich so etwas. Also heute wird das Reparaturcafé eigenständig betrieben und es gab sogar vor Corona Ableger in anderen Stadtteilen. Und dann gibt es natürlich auch Grenzen, beispielsweise bei der Legitimation. Nur weil jetzt beispielsweise ein Wissenschaftler denkt, er wisse jetzt ganz genau,
wie man jetzt mehr Solarzellen aufs Dach kriegt oder wie man jetzt beispielsweise die Mobilität in Karlsruhe umgestalten sollte, heißt es nicht, dass er allein darüber entscheiden sollte, wie es auch funktioniert. Also das heißt, Wissenschaft darf nicht in eine technokratische Richtung abdriften, wo nur noch diejenigen entscheiden, die denken, sie wissen, wie die Welt funktioniert. Das heißt, Wissenschaft darf auch nicht als Ersatz für demokratische Prozesse werden, sondern die sind immer Teil einer demokratischen Gesellschaft.